Eine neue Folge von RockTV. Willst du werden gescheit und schlau, schaust du regelmäßig RockTV. Richtig fein, dass du wieder mit dabei bist bei einer der letzten RockTV-Folgen des Jahres. Das bestehende Jahr neigt sich dem Ende zu, das Neue kommt in großen Schritten auf uns zu. Und ich persönlich bin jemand, der sich gerne auf das neue Jahr vorbereitet. Ich möchte, wenn das neue Jahr da ist, richtig Gas geben. Ich möchte mich weiterentwickeln, sukzessive auf allen Ebenen, ob das zwischenmenschlich ist, ob das unternehmerisch, sportlich, was auch immer ist. Und dementsprechend gehe ich einige Zeit bevor der Jahreswechsel kommt, schon in die Planung rein und überlege mir, okay, was soll denn nächstes Jahr am Zettel stehen? Wo soll die Reise hingehen? Und 5 dieser Regeln, wie ich diesen Prozess durchgehe, möchte ich heute mit dir teilen. Die haben mir die letzten Jahre immer wieder die Planung erleichtert. Ich kriege auch regelmäßig die Frage von euch oder aus der Rocksports-Gemeinde, wie ich das schaffe, so diszipliniert zu sein und das durchzuziehen und so weiter. Ja, das hat im Grunde unter anderem auch mit dem da zu tun, weil ich eben genau weiß, was ich möchte und weil ich weiß, dass mir diese Ziele aus dem tiefsten Herzen wichtig sind. Und vielleicht helfen auch dir diese 5 Regeln und darum freue ich mich, wenn wir die nächsten paar Minuten das gemeinsam durchgehen. Meine Mission ist es, Menschen für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben zu begeistern. Und dazu gehört eben nicht nur Rocksports, da bin ich der Gründer davon, Chris the Rock mein Name, da produzieren wir die feinste Sportnahrung in Bioqualität, die feinsten Tees und so weiter. Sondern mir geht es auch darum, neben dieser feinen Sportnahrung und dem Bio-Lebensmittel eben auch das entsprechende Wissen zu transportieren. Und das machen wir zum Beispiel mit meinem neuen Buch, Eine Anleitung fürs Leben. Das feine Buch bekommst du im Rocksports Onlineshop. Da wirst du viele Punkte, die wir heute machen, im Detail finden. Genaue Anleitung, 100% praxisorientiert. Und dazu gehören unter anderem auch diese ganzen Rock-TV-Folgen, wo ich mich für euch regelmäßig ins stille Kämmerchen haue und versuche, komplexe Themen kurz und knackig zu zusammenzufassen und euch in diesen feinen Videos mitzugeben. Beziehungsweise auch als Podcast im Rockcast. Das heißt, wenn irgendein Mehrwert für dich dabei ist, dann ist mein Anspruch erfüllt. Wenn es nur ein Zitat ist, ein Wort, eine Redewendung, dann freue ich mich, denn das ist genau das, warum ich das tue. Ich möchte meine Erkenntnisse, meine Lektionen, die ich selbst gemacht habe, einfach mit dir teilen. In der Hoffnung, dass sie dir genauso helfen wie mir. Und wenn das der Fall ist, freue ich mich im Sinne von Sharing is Caring, dass du uns ein Abo dalässt, ein Kommentar unter dem Video dalässt oder vielleicht sogar ein feines Like und das Ganze mit Menschen teilst, denen das vielleicht genauso weiterhilft. Gleiches kannst du auch beim Rockcast machen, wenn du in Audioform dabei bist. Lass uns ein Abo da und lass uns eine feine Podcast-Bewertung da. All das hilft uns, damit wir unsere Kanäle weiter größer machen können. So, aber jetzt starten wir ins Thema rein. 5 konkrete Regeln, die dir bei der Neujahresplanung helfen. Ich persönlich, wie gesagt, bin jemand, der das gerne im noch alten Jahr macht. Es gibt viele Leute, die leben in den Jänner, Februar rein und sagen dann so, ui, Februar, neues Jahr begonnen, wir machen was, wir müssen jetzt was überlegen. Auch die können natürlich diese Regeln verwenden, völlig egal, welcher Gruppe du angehörst. Regel Nummer 1. Da ist früher gestanden, Ziele setzen. Was sind denn die Ziele fürs nächste Jahr? Mittlerweile steht da nicht mehr Ziele setzen, sondern werde dir klar darüber, wer du sein willst. Werde dir klar darüber, wer du sein möchtest. Heute in einem Jahr, wie möchtest du sein? Soll alles genau gleich bleiben? Oder sagst du, hey, ich möchte mich irgendwie verändern. Was bedeutet das? Hier steht nicht, ich möchte dieses und jenes Ziel erreichen, sondern ich möchte die Person werden, die dieses Ziel erreicht. Denn das Ziel per se bringt relativ wenig. Du musst dich hier zu einer Person weiterentwickeln, die dieses Ziel erreicht. Und das ist mein persönlicher Anspruch. Ich möchte der Chris sein, der nächstes Jahr dieses und jenes Ziel erreicht. Und im Grunde ist es nur ein anderer Blickwinkel auf das gleiche Thema, hat aber für mich extrem viel geändert. Das heißt, ich denke nicht in Zielperspektiven, sondern ich denke in meiner persönlichen Perspektive, wer möchte ich sein? Wie will ich in einem Jahr auf bestimmte Situationen reagieren? Und ich muss mich halt, der bestehende Chris, der Gegenwarts-Chris, muss sich halt weiterentwickeln, damit er die Ziele erreicht. Und genau das ist das, was mir Spaß macht. Jeder von uns hat so viel Potenzial und ich liebe es, genau dieses Potenzial zu heben und die Begeisterung dafür weiterzugeben. Das ist unter anderem auch der Grund für diese feinen RockTV-Folgen. Wenn du weißt, wer du sein willst, dann hat es was damit zu tun. Was ist dein persönliches Warum? Was sind deine Werte? All das, wenn du jetzt da denkst, boah, was ist mein persönliches Warum? Was ist mein Nordstern? Dann empfehle ich dir, dieses feine Büchlein ist unten in den Shownotes verlinkt, eine Anleitung fürs Leben zu holen. Denn da ist meine persönliche Anleitung drinnen, wie ich das gemacht habe. Das Feedback zeigt mir, dass das nicht nur mir hilft, sondern vielen, vielen anderen. Von daher, hol dir gerne das Buch. Da ist das noch einmal ganz im Detail beschrieben, Schritt für Schritt, wie du das machen kannst. Wenn du weißt, wer du willst oder sein willst, dann ist das einmal gut, aber es braucht auch für dich oder von dir eine klare Entscheidung dafür, dass du das auch umsetzt. Denn man kann Papier vollschreiben, wie man möchte, Papier ist geduldig, das bringt aber nichts, wenn wir es umsetzen. Die schönste Idee bringt nichts, wenn wir es nicht umsetzen. Das heißt, du musst auch eine klare Entscheidung treffen. Und diese klare Entscheidung, die
sollte dann Handlungen in Gang setzen. Dass Seneca, ich liebe Zitate, findest du übrigens auch in diesen feinen Büchlein, Seneca hat einmal gesagt, wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind der richtige. Das heißt, du musst wissen, wo die Reise hingeht. Du musst wissen, wo du hinfahren möchtest. Wenn du in dein Navi eingibst Deutschland, ja, dann wird er dich irgendwo zur Grenze zu Deutschland hinbringen, aber du musst ein konkretes Ziel eingeben, denn deine Energie geht dorthin, wo dein Fokus ist. Und wenn du den Fokus nicht hast, das ist wie eine Lupe, die du in die Sonnenstrahlen hältst, da muss der Fokus genau passen, damit du etwas entzünden kannst, und genauso ist es da auch. Und wenn du das nicht kennst, dann wirst du herumirren und du findest vielleicht zufällig zu deinem Ziel, Wahrscheinlichkeit ist eher gering, aber kann auch passieren, am Ende des Tages wirst du viel Energie verschwenden, sofern du das nicht möchtest, und dann wirst du das Ziel, das du dir vielleicht wünschst, gar nicht erreichen. Das heißt, am Ende des Tages dürfen wir mal in uns gehen und überlegen, wer wir sein möchten. Wenn du das weißt, sportlich, persönlich, zwischenmenschlich, unternehmerisch, beruflich, was auch immer, in welchen unterschiedlichsten Perspektiven, die findest du übrigens auch in diesem Buch, dann weißt du mal, wo die Reise hingeht. Und wenn du weißt, was du erreichen möchtest, dann kommen eigentlich erst die Ziele. Setz dir Hauptziele, aus den Hauptzielen kannst du Teilziele reverse-engineeren und kannst dann aus diesen Teilzielen überlegen, was ist die erste Tätigkeit, um dieses Teilziel zu erreichen. Erstes Teilziel erledigt, was ist der erste Schritt, um das nächste Teilziel zu erreichen? Und somit kommst du dann direkt in die Umsetzung. Und zwar von einem Thema, das du wirklich von Herzen aus möchtest. Denn üblicherweise oder oftmals ist es so, dass wir Menschen Ziele setzen, die wir eigentlich gar nicht wirklich vom Herzen aus wollen, sondern die wir halt vielleicht wollen, weil es irgendwer uns gesagt hat, dass das gerade cool ist. Darum ist es wichtig, dass hier nicht nur das Ziel steht, sondern wer du wirklich sein willst. Wer willst du heute in einem Jahr sein? Wer willst du heute in 5 Jahren? Wer willst du heute in 10 Jahren sein? Finde ich extrem, extrem geil. Regel Nummer 2. Und das ist wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum ich so diszipliniert bin. Warum sage ich das jetzt so? Weil genau in diesem Wortlaut viele, viele Nachrichten kommen. Warum bist du so diszipliniert? Bei dir schaut das so leicht aus. Ich bin jetzt auch nicht überschlau und super toll, sondern ich habe einfach persönlich für mich die Macht der Gewohnheit nutzbar gemacht. Das kann jeder von uns. Wir Menschen sind Routinetiere. Und wenn man weiß, wie man Gewohnheiten etabliert, dann kannst du diese Macht nutzen. Und Überraschung, in meinem Buch Eine Anleitung fürs Leben findest du auch ganz genau, wie du Routinen etablieren kannst. Schritt für Schritt. Und wenn du Routinen etablierst und Gewohnheiten etablierst, dann wirst du sehen, dass das Ganze viel, viel leichter von der Hand geht. Was kann ein erster Schritt sein fürs nächste Jahr? Nimm dein Smartphone, geh in den App Store rein und lade dir einen sogenannten Habit Tracker runter. Habit ist eine Gewohnheit. Ein Tracker ist etwas, mit dem du was messbar machen kannst. Und ein Habit Tracker, da kann zum Beispiel drinstehen, ich trinke täglich 2 Liter Wasser. Ich trainiere 3-mal pro Woche. Und dann musst du das abhaken. Dann hast du schwarz auf weiß, hast du die Sachen, die du dir vorgenommen hast, erledigt oder nicht. Das heißt, versuch in die Umsetzung zu gehen und das nicht nur einmal zu machen, sondern regelmäßig zu machen. Du wirst am Anfang viel Disziplin brauchen, das nimmt aber ab und irgendwann hast du eine Gewohnheit. Zähne putzen, musst du wahrscheinlich keine Gedanken mehr machen. Ins Auto einsteigen, mit dem Auto fahren, musst du wahrscheinlich keine Gedanken mehr machen. Dich anziehen, musst du dir keine Gedanken mehr machen. All das sind Gewohnheiten. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Und wenn du weißt, wie du das Ganze für dich persönlich umsetzt, dann funktioniert es richtig geil. Da gibt es auch wieder ein schönes Zitat, ich liebe übrigens Zitate. Auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Das heißt, geh nicht in das neue Jahr rein und setz von heute auf morgen alles auf links, sondern beginn mit kleinen Schritten. Kleine Schritte. Denn alles andere, so zeigt es die Regel, ist zum Scheitern verurteilt. Kleine Schritte. Und niemand hat von heute auf morgen alles geändert. Da gibt es vielleicht ein paar Naturtalente, ich gehöre nicht dazu, auch ich mache es in kleinen Schritten, aber dafür ziehe ich die Sache auch durch. Und die Sache ziehst du dann durch, wenn du etwas machst, was deinem Warum entspricht. Sind wir wieder bei Regel 1. Regel Nummer 3. Das ist für mich unendlich wichtig. Entwickle dich stetig weiter. Das ist im Grunde ein Prozess über das ganze Jahr. Wenn du jetzt das Ganze reflektierst und niederschreibst, dann ist die Arbeit nicht erledigt, aus meiner Sicht. Ich versuche mich tagtäglich weiterzuentwickeln. Bei mir gibt es jeden Morgen, sofern es terminlich ausgeht, meine Morgenrunde plus eine halbe Stunde bis Stunde Weiterbildung. Das ist mein Zugang zu dem Ganzen. Du kannst es auch am Abend tun. Du kannst dir vornehmen, jeden Tag 20 Seiten in einem Buch zu lesen, was auch immer. Aber bleibe nicht stehen. In der Natur ist es genauso. Stillstand ist Rückschritt, beziehungsweise Stillstand ist Tod in der Natur. Es gibt nichts, was nicht irgendwie sich weiterentwickelt. So wie ein Baum, der
hunderte Jahre alt ist, denn seine Wurzeln wachsen auch immer weiter. Langsam, aber sie wachsen weiter. Wenn der irgendwann nicht mehr weiter wächst, dann stirbt das gute Stück. Und genauso ist es auch bei uns Menschen, nicht im wortwörtlichen Sinne, aber zumindest geistig. Du kennst vielleicht Menschen, die im Ruhestand sind und keinerlei Ziele mehr haben. Und du kennst vielleicht Menschen, die im Ruhestand sind und noch immer etwas machen und völlig vital sind. Das ist das, was mich antreibt. Das heißt, entwickle dich stetig weiter, kümmere dich um dein Mindset. Und da gibt es auch wieder so ein geiles Zitat. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden irgendwann nochmal zu deinem Lebenslauf. Mindset, Baby, kümmere dich um dein Mindset. Alles, was da oben passiert, was dein Bewusstsein, aber auch dein Unterbewusstsein tut, macht und hat. All das sind Dinge, die dein Leben formen. Und noch einmal Überraschung, in meinem Buch, eine Anleitung fürs Leben, findest du auch ein konkretes Vorgehen, wie du negative Glaubenssätze ausfindig machst. Denn die gehören oftmals schon zu unserer Realität, darum sehen wir es gar nicht. Und wie du sie umsetzt bzw. erledigst, sprich terminierst. Entwickle dich stetig weiter, da habe ich hierher geschrieben, sei ein Baum. Sei wie ein Baum und schau, dass du deine Wurzeln immer weiterbringst. Jeder von uns hat unpackbares Potenzial und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr weiß man, wie wenig man weiß. Und das macht wieder Lust auf mehr. Richtig, richtig, richtig geil. Regel Nummer 4, da habe ich gar nicht viel an Ergänzung dazu geschrieben, kümmere dich um deine Gesundheit. All das, wovon ich hier jetzt gesprochen habe, bringt dann nichts, wenn du krank bist. Und wenn du jetzt, wo du das Ganze siehst und hörst, gesund bist, dann ist es ein Geschenk. Und dieses Geschenk dürfen wir nutzen. Und dieses Geschenk ist nicht selbstverständlich. Und um dieses Geschenk beizubehalten, denn Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts, da bedarf es einfach eine gewisse Kümmerung, wenn es dieses Wort überhaupt gibt. Das heißt, du musst dich darum kümmern. Es gibt niemanden, der für dich gesund ernährt oder sich gesund ernährt. Es gibt niemanden, der für dich Sport macht. Es gibt niemanden, der sich um deine mentale Gesundheit kümmert. Das musst du selbst tun. Niemand wird kommen. Niemand. Das heißt, du musst entscheiden, verändere ich es was oder verändere ich nichts. Kümmere dich um deine Gesundheit. Und wenn du dir jetzt denkst, ja Chris, das ist super nett gesagt, was soll ich jetzt tun? Abonniere den Kanal und schau dir regelmäßig die Folgen an. Du kriegst so allein auf diesem Kanal unpackbar viele Informationen, kostenfrei, richtig geil zusammen, auf Neudeutsch condensed, also kondensiert, die Essenz aus vielen Dingen. Du musst nicht einmal viel Zeit investieren, du kannst dir das sogar im Rockcast für unterwegs anhören. Das ist der erste Schritt. Kümmere dich um deine Gesundheit. Und auch das kannst du wieder in eine Gewohnheit umsetzen. Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und es wird uns Menschen leider erst dann bewusst, wenn es zu spät ist. Aber ich kann nur eines sagen, Gesundheit wird oftmals so mit, oh, da muss ich jetzt gesund essen und da muss ich Sport machen. Ich kann da eines sagen, Sport, ob es jetzt Leistungssport ist, wie ich mache oder was, völlig wurscht. Sport ist Charakterschule. Sport ist auf so vielen Ebenen gesund für uns, mental. Du hast einen ganz anderen Selbstwert, wenn du aufrecht stehst, gescheite Muckis hast, egal ob das jetzt Muskelberge sind oder nicht, einfach wenn du dich fit fühlst, wenn du dich wohlfühlst, du strahlst es aus, dann nebenbei bist du tatsächlich noch gesund, du hast ein gutes Immunsystem, also da gehören so viele Dinge dazu, die einhergehen mit einem sportlichen Lebensstil. Das heißt, da geht es nicht nur um ein großes Astel und gute Brustmuskulatur, sondern da geht es um deutlich mehr. Gesundheit ist eben nicht nur, sich ein bisschen gesund zu ernähren oder einmal einen Salat essen und einmal keinen Nachtisch essen, da gehört mehr dazu. Und auf dem Rocksports-Kanal, auf allen Social-Media-Kanälen siehst du, da gibt es so viele einfache Wege dorthin, beziehungsweise du kannst auch Mitglied bei uns im Rock-Prinzip in meinem Mentoring-Programm werden, ist auch unten verlinkt, passt perfekt für den Fresh-Start-Effekt ins neue Jahr, wenn du sagst, so, jetzt will ich wirklich was ändern, dann bewirb dich für ein kostenloses Erstgespräch, da kümmern wir uns genau um diese Dinge, da lernst du, wie du das in den Alltag umsetzt. Regel Nummer 5, und das habe ich auch gelernt, ich habe es oft gehört, aber man muss das oftmals auch erleben. Achte auf dein Umfeld. Du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Und dein Umfeld definiert auch sozusagen deinen Anspruch. Wenn in deinem Umfeld alle dabei ist oder nur Menschen dabei sind, die sich nicht um ihre Gesundheit kümmern, denen persönliche Weiterentwicklung egal ist, dann wirst du dich dieser Position annähern. Wenn du das möchtest, ist es okay, das ist eine bewusste Entscheidung. Wenn du hingegen aber sagst, hey, ich möchte mehr, da ist noch so viel, was ich erleben möchte, dann musst du wahrscheinlich entscheiden, hey, reduziere ich irgendwie die Zeit in diesem Umfeld oder kapsle ich mich ab und suche mir ein neues Umfeld, wie auch immer. Du musst dir nur bewusst sein, auf dem Land sagt man immer, du nimmst den Geruch an. Wenn du, so wie ich, viele Jahre auf einem Bauernhof unterwegs warst und mit einer frischen Kleidung zum Beispiel in den Kuhstall reingehst, dann nimmst du den Geruch an.
Und das ist für mich so eine geile Analogie. Du nimmst doch den Geruch deines Umfeldes an. Ob der jetzt gut ist oder nicht, musst du entscheiden. Aber wenn er nicht gut ist für dich, dann kannst du zwei Sachen entscheiden. Entweder du gehst rein und findest damit ab, dass dieser Geruch an dir haftet, oder du suchst dir einfach eine andere Umgebung. Ich bin eher der Typ der zweiten Natur. Da musst du dann für dich entscheiden, wie wichtig ist denn die Person, die ich sein möchte. Und wenn das für dich wichtig ist, dann wirst du auch entsprechend das Umfeld verändern oder zumindest die zeitlichen Dimensionen verändern und vielleicht nicht 4 Tage die Woche mit dem Umfeld ganz eng beisammensitzen, sondern vielleicht nur mehr einen halben Tag. Das kannst du entscheiden. Und allein mit diesen 5 Regeln, allein wenn du dir diese Dinge durchdenkst, bist du schon weiter wie wahrscheinlich 80-90% der Menschen. Und das meine ich völlig wertfrei. Es gibt Menschen, die sagen, hey, ich will einfach so ins Jahr reinleben. Ist auch vollkommen okay. Ich bin es nicht und von daher gibt es bei mir diese Vorgehensweise. Und ich kann da an dieser Stelle noch einmal den Year Compass empfehlen. Den gibt es kostenlos zum Downloaden. Kannst du gerne auf Google eingeben, ist richtig, richtig cool. Ist ein 20-seitiges Dokument, wo du das letzte Jahr, das bestehende alte Jahr Revue passieren lassen kannst, wo du genau reinschreibst, wo soll die Reise hingehen und wer möchte ich denn sein. All das kannst du hier im Detail machen, ist kostenlos im Internet downzuladen, ist eine richtig geile Initiative, kannst du in allen Sprachen und so weiter runterladen. Wenn du den Link nicht findest, melde dich einfach, wir schicken dir ihn gerne zu. Ja, das sind im Grunde die 5 Regeln für das Jahr deines Lebens. Da können wir jetzt noch 2 Stunden weitersprechen, aber allein mit diesen Dingen im Sinne des Pareto-Prinzips 20-80, mit diesen 5 Regeln hast du wahrscheinlich schon 80% aller Dinge abgehakt und bist schon mal richtig, richtig gut unterwegs. Und dann wirst du merken, wenn du die einzelnen Punkte durcharbeitest, dass sich da wieder 2, 3 andere Punkte ergeben. Und das ist das, was mir persönlich richtig, richtig Laune macht. Denn je mehr du weißt, desto mehr weißt du, dass du nichts weißt. Das ist richtig, richtig cool. Das trifft auf alle Lebensbereiche zu. Und das zeigt einfach, wie jeder Tag ist im Wald ein Abenteuer. Und wir haben so geile Möglichkeiten wie noch nie. Du kannst mit einer einzigen Tastatureingabe dir deine Frage von einer KI beantworten lassen. Du kannst in Sekundenschnelle alles recherchieren. Du kannst mit deinem Smartphone heute ein Unternehmen gründen, das du schon immer überlegst zu gründen. Du kannst alles tun. Das ist etwas, was wir schätzen lernen müssen aus meiner Sicht. Und ich bin einfach extrem dankbar für diese Gabe, dass wir die bekommen und versuche einfach die bestmöglich zu nutzen. So, und jetzt hoffe ich, dass diese 5 Regeln für dich fein waren. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute für das noch laufende Jahr und für das neue Jahr. Wir hören uns sowieso regelmäßig. Und wenn du sagst, diese Folge ist geil, teile sie mit Menschen, die dir wichtig sind. Lass uns ein Like da, lass uns ein Abo da, lass uns einen Kommentar da. Ich freue mich sehr, denn Sharing is Caring. In diesem Sinne von Herzen alles Gute, viel Spaß beim Durcharbeiten und wir sehen uns in der nächsten RockTV-Folge.